Hi, ich bin der Kahn. Ich habe eine Ausbildung bei der Rhön-Energie gemacht und meine Arbeitskollegen hinter mir sind gerade noch dabei. Hi, ich bin der Salah. Ich bin der Sven im ersten Lehrjahr. Wir zeigen euch jetzt einen Einblick in die Ausbildung bei der Rhön-Energie. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Fahrerverfügungsraum und dort holen wir uns dann Informationen über Busse, können unsere Fahrgelder einzahlen und andere Informationen über Umleitungen und sonstiges holen. Das ist unsere digitale Fahrzeugübergabe. Hier können wir ablesen, welcher Bus für welchen Dienst benötigt wird. Das ist Ladungssicherung. Wir sind gerade auf dem Weg in Zweck 3, dort wo die Gelenkbusse gewartet werden. Wakes me into sweaty sheets. Vor jeder Fahrt müssen wir eine Abfahrtskontrolle machen. Die beinhaltet so Flüssigkeitencheck, Reifencheck und Lichtertest. Bei der Abfahrtskontrolle hat sich ergeben, dass ein Licht kaputt ist. Ja, die neue Birne setzen wir gerade rein, damit die Fahrt losgehen kann. Abfahrtskontrolle ist erledigt. Ich setze meine Kasse ein, melde mich am Drucker an, stecke meine Fahrerkarte und die Fahrt kann losgehen. Wir sind gerade am ZOB angekommen und kommen jeden Morgen über 1000 von Schülern. Wie ihr seht, sind wir jetzt an der Wasserkuppe angekommen. Wir haben Engpässe passiert und auch schöne Landschaften. Und ich denke, das spricht für den Berufskraftfahrer. Ich habe mich für den Beruf Berufskraftfahrer entschieden, weil ich mich nicht davor scheue, Verantwortung zu übernehmen und da mir die Weiterbildungsmöglichkeiten auch wichtig waren, wie zum Beispiel in diesem Fall Kraftverkehrsmeister. Ich habe mich für den Berufskraftfahrer entschieden, weil das mir wirklich Spaß macht. Ich mag gerne die großen Fahrzeuge zu fahren. Mir macht es Spaß, die Menschen in Fulda zu bewegen und sie am Ziel zu bringen. Ich habe mich für diesen Job entschieden, weil er krisensicher und abwechslungsreich ist. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann bewerbt euch bei uns. Ich denke mal, ein Schnuppertag oder sonstiges wird sich bestimmt einrichten lassen. Bis bald und macht's gut. Bis bald, tschüss. Ciao.